Es wurde vor kurzem das Fortpflanzungsmedizingesetz durchgesetzt. Wie schaut denn das aus? Ist das wirklich der richtige Weg? Die Mehrheit der Abgeordneten hat gemeint, es sei der richtige Weg, wobei es also bei mehreren Parteien, vor allem FPÖ, Team Stronach und einer Minderheit der ÖVP-Abgeordneten massive Bedenken dagegen gegeben hat, weil es natürlich eine Entwicklung auslösen dürfte, die sowohl ethisch wie religiös nicht eine sehr erfreuliche Zukunft zeigt. Die Motive dahinter sind die verschiedensten. Das sind einmal also die Gruppe der radikalen Gesellschaftsreformer, aber man kann sie auch als Deformierer bezeichnen. Dann gibt es sicher die Gruppe der Geschäftemacher, die mit Fortpflanzungsmedizin, das sind also vor allem Ärzte, ganz gute, sehr gute Geschäfte machen. Und dann gibt es die Gruppe der radikalen Homosexuellen, die da wieder vor allem bei lesbischen Paaren wieder ihre Rechte vorantreiben. Also es wird von vielen Gruppen betrieben und der Mehrheit des Parlaments, aber also viele, darunter auch ich, halten das für eine ganz schlimme Entwicklung eigentlich. Wenn man dann feststellt, dass das Kind zum Beispiel einen Gendefekt hat, durch Pränataldiagnostik zum Beispiel, bleibt den Eltern dann auch noch die Wahl, ob man das Kind abtreibt oder nicht? Ja, bei PID heißt das, also diese Diagnostik ist ja eigentlich schon vor der Einsetzung eines befruchteten Eis, eines Embryos in den Mutterleib. Das wird ja quasi im Reagenzglas gezeugt, wo also Ei und Samen zusammengebracht wird. Das ist also eine Abtreibung quasi vorher. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, das ist eine Abtreibung in einer Phase, wo es weniger Schmerzen auslöst, wo es ja nur ein kleiner Zellhaufen ist, während also ein paar Wochen alter Embryo im Mutterleib schon viel, viel menschlicher aussieht. Das ist dann sicher auch die Frage, wo menschliches Leben. Was ist für dich ab der Zeitpunkt? Ja, es gibt wahrscheinlich nur einen harten, festmachbaren Zeitpunkt, wo Samen und Eizelle also verschmelzen und damit also durchaus auch in der Implantationsdiagnostik, also in der Feststellung, ob das einen Schaden hat oder nicht. Es gibt nur eine riesige, also das wäre sozusagen das einzige Argument, das ich sehe, das seriös dafür spricht. Bevor man es was im dritten Monat abtreibt oder bei Behinderten kann man es ja bis zur Geburt abtreiben, was also wirklich im wahrsten Sinn mörderisch ist, macht man das doch, wenn es also eben nur der Zellhaufen ist. Nur das führt unweigerlich zu einer dramatischen Man humanitären unterscheidet. Katastrophe, weil das, auch wenn es im Gesetz gesagt wird, na, das wollen wir nicht und nur in bestimmten Fällen bei schweren genetischen Schäden und so, kann das wieder quasi weggeworfen werden. Aber das führt zum Designerbaby. Das heißt, Eltern suchen sich Kinder quasi aus einem Katalog aus. Und das ist also erstens ganz nahe diesen rassenbiologischen Wahnsinnigkeiten der Nazis, wo nur blond und blauäugig und so, also ein richtig guter, edler Mensch war. Aber die Folgen sieht man jetzt schon etwa in asiatischen Kulturen, in
China und in Indien. Denn, wie du vielleicht weißt, das Geschlecht eines Kindes kann man auch schon bei normaler Zeugung, nicht nur bei der Präimplantationsdiagnostik durch Fruchtwasserpunktation oder so, feststellen. Und seit das möglich ist, gibt es bei den Geburten einen gigantischen Überhang an männlichen Geburten, an Geburten von kleinen Buben. Heißt das, dass man beginnt, in den Genen herumzupfuschen, unter Anführungszeichen? Nein, in Genen herumpfuschen nicht, sondern man schaut, ist das gerade entstehende Kind ein Bub oder ein Mädchen, und wenn es ein Mädchen ist, wird es abgetrieben, was ich also eines der größten Verbrechen ansehe, weil in vor allem Indien und China, das sind ja weit über 2 Milliarden, also ein guter Teil der Menschheit schon, und soweit ich das überblicke, in etlichen anderen Ländern auch schon, zählt einfach der männliche Nachkomme viel mehr als der weibliche. Und ich glaube, wir beide sind uns einig über der Gleichwertigkeit von Männern und Frauen. Aber selbst wenn man also diese Wertfrage nicht stellt, ist es auch noch in einer anderen Hinsicht eine Katastrophe, wenn all diese Säuglinge geschlechtsreif werden. Die finden keine Frau mehr, weil es die nicht gibt. Die Partnerinnen wurden abgetrieben. Das führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unglaublichen Aggressionen, Vergewaltigungen, Frauenraub und auch Kriegen, wo siehe jetzt auch das, was die Wahnsinnigen vom Islamischen Staat anführen, wenn sie da wieder ein kurdisches, jesidisches, christliches Dorf erobern. Die Männer werden umgebracht und die Frauen werden als Sexualpartnerinnen versklavt oder genommen. Also, aber dort passiert es einfach, weil die glauben, Moslems sind höherwertige Wesen, aber es wird dann einfach aus der biologisch-sexuellen Not der Männer heraus völlig klar, dass es einen zu Aggressionen führt, weil Männer ja halt in diesem Alter so irgendwo zwischen 15 und 30 sehr starke biologische, sexuelle Bedürfnisse haben, für die sie Frauen brauchen, und wenn es die Frauen nicht gibt, dann holt man sie sich mit Gewalt. Also sei es die einzelne Frau durch Vergewaltigung auf der Straße, gibt es gerade in Indien jetzt eine dramatische Fülle von Vorfällen, bis hin also zu Kriegen, die letztlich das Motiv haben, Frauenraub, wie es übrigens also auch in der Antike schon gegeben hat, aber es wird zu weit führen. Gehört auch die Eizellenspende dazu bei diesem Gesetz? Auch die steht in diesem Gesetz und bedeutet im Wesentlichen, dass lesbische Paare sich einen Samen quasi kaufen können in einer dieser Kliniken, die damit ganz gute Geschäfte machen werden, und dann ein Kind zur Welt bringen ohne Vater, das also nur zwei Mütter hat. Hängt das, kann man da jetzt schon fast von Züchten reden? Das ist ganz ähnlich wie die Präimplantationsdiagnostik, wirklich ein Züchten, und das ist vor allem auch durch manche Richter allerdings vom Verfassungsgerichtshof wieder unterstützt. Das Recht der Frauen auf Selbstverwirklichung, die ein Kind wollen. Und es steht nicht mehr das Recht des Kindes, die Perspektive des Kindes im Vordergrund. Denn es ist dabei nie auch nur eine seriöse wissenschaftliche Prüfung erfolgt. Was bedeutet denn das für das dadurch in die Welt gesetzte Kind? Später vor allem, wenn es in die Schule geht, wenn es in einer ja doch Gesellschaft, die eindeutig von und auch immer von heterosexuellen Paaren geprägt ist und wo Kinder aus normalen Ehen
ihre Schulfreunde sind, wie verhält man sich denen gegenüber? Es gibt hier nicht wirklich seriöse Untersuchungen. Das, was präsentiert wird, sind immer nur Untersuchungen, die solche Paare, es gibt natürlich schon in anderen Ländern, etwa durch Adoptionen, Kinder, die bei homosexuellen Paaren aufwachsen, da werden die Paare befragt, seid ihr gut, oder das Kind wird befragt und das sagt selten, ist eigentlich furchtbar für mich, weil das ist so wie das Stockholm-Syndrom, wo man also auch, wo Geißeln, also die Ideologie der Geißeln nehmen, dann nach zu plappern anfangen. Es ist noch keine seriöse Untersuchung auf dem Tisch, die ganz unabhängig die Lebenswege dieser Kinder verfolgt. Natürlich, kann man das denn überhaupt auch wirklich objektiv machen? Man kann natürlich also etwa objektiv feststellen, wie sind diese Menschen, wenn sie einmal 20, 25 werden. Da gibt es also in der Psychologie eine ganze Reihe von Verfahren, wie man das eigentlich könnte, wie gibt es da mehr oder weniger Kinder, die Schulabbrecher sind, gibt es mehr oder weniger Kinder, die irgendwie also Rechtsverstöße begehen, gibt es mehr oder weniger Kinder, die selbst dann imstande sind, eine zufriedene Ehe zu gründen, also einen Partner zu finden und Kinder in die Welt zu setzen. In Amerika wird bei diesen Untersuchungen auch immer wieder die Drogenabhängigkeit, gibt es da mehr oder weniger Kinder, die in die Drogenabhängigkeit hineingeraten. Also das ist durchaus der Fall. Man muss natürlich also auch, wenn man das untersucht, eine Vergleichsgruppe finden. Man muss eine Vergleichsgruppe aus dem gleichen sozialen Milieu finden, weil in Wahrheit gibt es lesbische und schwule Paare, die sich dazu bekennen und die ein Kind wollen, praktisch nur in gut verdienenden Oberschichtsmilieu. Daher kann man es nur vergleichen auch mit heterosexuellen Familien, also wo ein Kind mit Vater und Mutter aufwächst, die also auch aus der Oberschicht kommen. Abgesehen davon, dass es eigentlich viele internationale Grundrechtscharten gibt, wo das Recht des Kindes auf Vater und Mutter festgehalten wird. Und so sagen auch viele etwa Scheidungsratgeber, wie man denn da mit einer Scheidungssituation umgeht. Das Wichtigste ist, den Kindern klarzumachen, ihr verliert nicht einen Elternteil, also meistens den Vater, sondern ihr bekommt halt eine zweite Familie und erlebt eine leibliche Mutter jetzt mit einem neuen Mann und ein leiblicher Vater mit einer neuen Frau, aber beides sind deine Familien und man nimmt ihnen nicht was weg, sondern man gibt ihnen wieder das dazu. Und das ist, wenn Scheidungssituationen, die immer schwierig und belastend sind, gelingen, hat sich das ganz eindeutig als der beste Weg herausgestellt. Aber ja, nicht zu sagen, so, das Kind ist jetzt etwa Alleineigentum der Mutter und da tut man dem Kind also wirklich etwas Böses an. Und da gibt es genug Untersuchungen, dass man sagt, ihr müsst, also ihr Mütter, auch wenn euch der Vater etwa was Böses angetan hat, müsst trotzdem im Interesse des Kindes dafür sorgen, dass es einen guten Vaterkontakt hat. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.